Willkommen bei Gesteckbrieft, der Show, die alle paar Jahre für ein paar Folgen zurückkehrt und dann ohne weitere Begründungen verschwindet. Bei Gesteckbrieft werfen wir einen Blick auf mal mehr und mal weniger interessante Charaktere und reden über all das, was sie auszeichnet. Heute mit dem einzig wahren Cooler, dem großen Bruder des aus Dragon Ball Z stammenden Freezer. Cooler ist bekannt dafür, Freezers älterer Bruder zu sein. Sehr unvorsichtig von dir, Brüderchen. Im Vergleich zu seinem jüngeren, wesentlich populäreren Bruder hatte er durch seine alleinige Existenz in den Dragon Ball Filmen nie so ganz das Vergnügen, für Canon erklärt zu werden. Aber nachdem Broly diese Hürde inzwischen überwunden hat, bin ich mir sicher, bei Cooler ist es auch nur noch eine Frage der Zeit. Cooler gehört wie auch seine Familie zum Freezer-Clan oder auch Freezer-Rasse oder Frostdämonen oder wie auch immer ihr sie nennen wollt. Dementsprechend ist von Cooler weder ein Heimatplanet noch sein Geschlecht bekannt, sofern es etwas derartiges überhaupt bei Mitgliedern des Freezer-Clans gibt. Heimatplaneten meine ich. Sein Design stammt wie die meisten der Filmbösewichte von Akira Toriyama höchstpersönlich. Seinen ersten Auftritt hatte er im 5. Dragon Ball Film namens Rache für Freezer, in welchem er genau das getan hat, wonach es klingt. So was hatte ich damals geahnt. Mein sorgloser Bruder ist also von dem Halbaffen getötet worden, den er entkommen ließ. Optisch ähnelt er sehr stark Freezers zum damaligen Zeitpunkt finaler Form. Sogar so sehr, dass Son Goku und auch Piccolo ihn zunächst für Freezer halten. Freezer. Jedoch ist sein Körper im Vergleich zu den Freezers lila und auch generell ist er ein gutes Stück größer als sein kleiner Bruder. Cooler hat jedoch eine ganz besondere eigene finale Form, welche eine Stufe über der von Freezer steht und exklusiv ihm gehört. Diese Transformation ähnelt den anderen, die wir von Freezer sahen, sehr viel mehr als die des Golden Freezer. Sein ganzer Körper wird größer, muskulöser und seine Rüstungselemente ändern gänzlich ihre Form. Er bekommt sogar einen coolen Mundschutz, was sehr zeitgemäß ist. Diese Form übersteigt die Stärke seines kleinen Bruders und ist bis zum heutigen Tage noch von niemandem außer Cooler erreicht worden. Ich persönlich bin sehr enttäuscht, dass Dragon Ball Super sich dazu entschlossen hat, Freezer golden zu machen, statt Coolers finale Form in den Canon zu holen. In seinem ersten Film kam Cooler auf die Erde, um diesen Saiyajin, der seinen kleinen Bruder getötet hat, zu erledigen und seine Familienehre wiederherzustellen oder was auch immer. Wie die meisten Bösewichte, die sich mit Son Goku anlegen, scheitert er kläglich bei dem Versuch, diesen auszuschalten, obwohl er sich mit seiner Transformation wirklich viel Mühe gegeben hat. Aber dafür bekommt er eine warme, sonnige Umarmung der Sonne. Jedoch überstanden ein paar seiner Überreste diese Reise und wurden eins mit dem großen Getty-Stern, welcher Cooler in den einzig wahren Metall-Cooler verwandelte. Allerdings ist er nicht das. Das ist nur eine Kopie. Hier, das ist er. Und ja, er hat erneut den Fehler gemacht, sich mit Son Goku anzulegen. Nur war es dieses Mal sein letzter Fehler. Hätte er sich nur nicht ausgerechnet dazu entschieden, neu Namek zu zerstören. Nach seinen beiden Filmauftritten bekam er noch eine Hintergrundrolle in Plan zur Vernichtung der Super Saiyajin und natürlich eine verhältnismäßig große Rolle in Dragon Ball Heroes, wo er seine finale Form noch auf Golden bringt und später sogar Golden Metall Cooler wird. Aber es ist Dragon Ball Heroes, also will ich nicht allzu viel darüber nachdenken. Aber reden wir über seinen Charakter an sich. Cooler ist weit davon entfernt, eine freundliche Person zu sein. Er versucht gar nicht erst nett zu sein, sondern macht direkt ernst. Wie hier, als er ohne Grund den bereits bewusstlosen Piccolo in die Luft gesprengt hat. Zwischen ihm und seinem Bruder Freezer herrscht eine ungesunde Rivalität, die sogar dazu führte, dass Cooler den kleinen Goku in einer Raumkapsel von Planeten Vegeta flüchten sah und sich weigerte, sich einzumischen, da es doch ganz klar Freezers Problem ist und er selbst auch einiges zu tun hat. Für dieses Planquadrat ist Freezer verantwortlich. Wollen wir hoffen, dass sein Leichtsinn nicht eines Tages auf ihn zurückschlägt. Das war eine Aktion, welche später noch sowohl ihm als auch seinem Bruder direkt das Leben kosten wird. Indirekt auch noch ihrem Vater, King Cold. An sich passt dieser Fehler gar nicht zu Cooler, denn obwohl er in Sachen Kaltblütigkeit seiner Familie in nichts nachsteht, ist er nicht ganz so arrogant wie sein Bruder und behält auch in der Hitze des Gefechts noch einen kühlen Kopf. Was man gut daran erkennt, dass er nicht wie seine Handlanger einfach davon ausgeht, dass Goku erledigt ist, nachdem er von Cooler schwer verletzt wurde, sondern nach seinem verwundeten Körper suchen lässt. Selbst schwer verletzt konnte er meinen Angriff parieren. Durchaus möglich, dass so einer Freezer besiegen konnte. Das war perfekt. Ich gratuliere. Red keinen Blödsinn, du Idiot. Wieso? Ich habe ihn voll erwischt und er hat trotzdem zurückgefeuert. Die sind beide noch am Leben. Schwärmt aus und findet sie. Jawohl, Meister.
Er arbeitet selbstverständlich im gleichen Bereich wie seine Familie, dem des Planetenhandels. So gehören ihm stolze 256 Planeten, die allesamt nach ihm benannt sind. Natürlich hat die Kuhle auch unzählige Auftritte in Videospielen. Meine Favoriten davon sind die aus Budokai Tenkaichi 3, wo er einen viel zu starken Auto-Aiming-Sprintangriff hat, den ich nur zu gerne gespammt habe. Und natürlich der Transforming Kuhle aus Dokkan Battle. Er ist einfach einer der besten Units im gesamten Spiel zum aktuellen Zeitpunkt. Oh, und er hat ziemlich beeindruckende Animationen. Schau euch das an. Ich hatte damals übrigens Metallkuhle als einzigen Dragon Ball Film auf VHS und habe ihn viel zu oft geschaut. Damals fand ich ihn unglaublich cool und heutzutage nicht mehr so sehr. Im Endeffekt muss ich sagen, Kuhle ist wie Freezer, nur cooler. Er hat die Lore des Freezer-Clans durch seine bloße Existenz und auch seine weitere Transformation im Alleingang ein gutes Stück interessanter gemacht, als sie es auch ohne ihn schon wäre. Und sie wäre auch ohne ihn schon ziemlich interessant. Auch wenn er es leider nie ganz schaffen wird, seinen Weg in den Canon zu finden, wird er doch immer einen besonderen Platz in den Herzen der Fans haben. Und schlechten Witzen.